diese Nacht meine Aufnahme, ohne dass ihr was seht, ihr Lieben. Aber das habe ich noch nie erlebt. Das regnet seit gestern Abend. Also wo wir ins Bett sind, wo wir es hergelegt haben. Ach ne, vorher hat es ja schon geregnet. Den ganzen Tag gestern schon geregnet. Aber jetzt hier, ein zu stark jetzt hier. Moin, ihr Lieben, hier ist der Dom. Und die Beth, guten Morgen. Ja, machen wir mal die Jalousien runter. Also, ich habe da diese Nacht gehört, wie es geschifft hat hier. Es hat geregnet wie verrückt. Ne? Machen wir mal öfter, mal sehen, was wir machen. Ne? Oh. Ja, ne, man steht eher noch hier, das heißt natürlich Schütt hier den Ausblick zur Seite. Gucken wir mal vorne raus, wie es vorne aussieht. Das hat man gestern nicht groß gesehen. Was ist denn hier los? Wow. Ey, was haben wir denn hier für einen Blick? Das ist doch der Wahnsinn hier. Schaut mal an. Salzburg vor uns und im Hintergrund die Berge. Ja, ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist ja Wahnsinn hinten. Die Salzburger Hausberge. Fantastisch. Und heute haben wir uns auf der Agenda geschrieben, die Stadt Salzburg zu erkunden mit dem Schloss da oben. Da machen wir mal hoch, da oben bei dem Schloss. Hier hoch wollen wir machen. Haben gestern schon eine Karte gekauft. Wie viel haben wir bezahlt, Beth? Also eine Buskarte haben wir 4,50 oder so. 4,50? Ja, für 24. Wir sind rausgegangen. Und du mal die Morgensicht aufnehmen hier, das ist so herrlich jetzt, wenn die Wolken so im Tal hängen. Und soll ich dann langsam hochmachen hier, das ist eine geniale Sicht hier. Das ist schon schön. Da oben, bist du bereit zum Stadtrundgang? Ich bin jetzt bereit, ich bin angezogen. Ich habe ein bisschen rausgesucht, was wir angucken. Wir haben 5 Sachen abzuarbeiten. Also Schloss und so weiter. Also schreibe ich euch dann alles drauf, was wir gesehen haben. Ich will nicht zu viel verraten. Ja? Okay. Machen wir los. Machen wir los. Das müssen wir mitnehmen. Das ist Abfälle tun wir gleich im Tor. Oh. Die haben wir gestern geschafft. Ja, der halbe haben wir geschafft. Ach, der halbe? Wir machen jetzt los zu unserem Stadtrundgang. Auf geht's. Auf geht's, genau, super. So, Beth, dann heute viel Spaß. Mal sehen, wie es wird. Danke dir auch. Beth, Maske aufsetzen. Hier läuft die Brille ein. Was sich in Ljubljana bewährt hat, mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt zu fahren, tun wir jetzt hier in Salzburg fortsetzen. Und fahren hier in die Stadt rein. Kuss. Mit dem Kuss, genau. Aber hier können wir das lesen. Das ist gut. Hier können wir die Stationen lesen. Ja, gut. Aber was bezahlen wir da für die Fahrt? Also wir haben jetzt... Wir haben jetzt Rentner. Rentnertarif. 3,06 €. 3,06 €, genau. Genau. Und aber eine Tageskarte. Also 24 Stunden kannst du fahren für 3,06 €. Ganze Zeit. Und mit allen Linien. Mit allen Linien hier im Kerngebiet von Salzburg. Wir haben einen Tag vorher, bevor wir in die Stadt gefahren sind, Tickets gekauft an einen Zigarettenshop für eine Fahrt in die Stadt. Da hatten wir bezahlt 4,30 €. Wir haben gedacht, ist alles eh Preis, bis wir dann abends recherchiert haben im Internet und haben festgestellt, dass es für Rentner, also für Senioren, eine Preisermäßigung gibt und zwar von 90 Cent. Also kann man die Karte für 3,40 € kaufen. Daraufhin sind wir dann am Vormittag, wo wir in die Stadt gefahren sind, nochmal in den Zigarettenshop reingegangen, weil der direkt an der Haltestelle war, und haben gefragt, ob wir die Karte umtauschen können. Ging problemlos. Die Dame hat uns die alten Karten abgenommen und hat uns die neue Karte gegeben für den Rentner und hat uns sogar die 90 Cent noch ausgezahlt pro Person. Und was hier interessant ist bei der Sache, dass in Österreich die Rente bedeutend höher ist als in Deutschland. Ich habe mal die Zahlen rausgenommen von 2018, habe ich mal recherchiert im Internet. Da hat die Frau 1028 € im Durchschnitt gehabt und der Mann 1678 €. Demgegenüber war es in Deutschland 2018 bei der Frau 711 € Durchschnitt und beim Mann
1.448 Euro Durchschnitt. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Könnt ihr euer Bild euch selber machen. So, das ist das erste Highlight. Schloss. Mirabellplatz gehen wir. Schlosskonzert in Mirabell. Ach, meine Buchsäcke wie bei mir zu Hause, das ist natürlich alles, ja. Das ist ja schön, ja. Guck mal, wie schön da angelegt ist. Das ist ja traumhaft, ja. Das ist er ja, genau. Das ist ja herrlich, ja, von mir ja, wunderbar. Ja. Schau mal, oben hast du die Burg. Da laufen wir dann mal auf. Das ist der Mirabellenplatz. Mirabellplatz. Das gefällt mir. Klare Strukturen im Garten hier. Schau mal, sowas gefällt mir. Bet, guck mal an. Aber wieso steht mir das schon? Das ist doch im Frühjahr. Ist im Frühjahr. Immer die Zeit, wie man sich fühlt. Hier steht Musik im Mirabellenplatz. Ein Brunnen singt, die Wolken stehen im klaren Blau, die weißen Zarten. Bedächtig stille Menschen gehen am Abend durch den alten Garten. Der Ahnenmarmor ist ergraut, ein Vogelzug streift in die Weiten. Ein Faun mit toten Augen schaut nach Schatten, die ins Dunkel gleiten. Das Laub fällt rot vom alten Baum und kreist herein durchs offene Fenster. Ein Feuerschein glüht auf im Raum und malet trübe Angstgespenster. Ein weißer Fremdling tritt ins Haus, ein Hund stürzt durch verfallene Gänge. Die Magd löscht alle Lampen aus, das Ohr hört nichts, so nah den Klänge. Ja. Also hier hat mir sehr gut gefallen. Guck mal, was ich jetzt gesehen habe. Bet, guck mal, lieber. Heute, 19 Uhr, die Zauberflöte. Was? Die Karten holen wir jetzt. Wollen sie noch welche haben? Würde ich gerne holen. Gucken wir mal, ob die Karten haben. Hä? Ja. Hier eine Zauberflöte, mal sehen. Der neue Minuta, die Zauberflöte. Oh, automatisch hier. Kasse. Das ist Marionettentheater hier. Und auch sehr schöne Puppen hier. Ja, wie das alles gebaut wird. Ist auch sehr interessant mal, wenn du das siehst hier. Ja, mit den Karten mit der Zauberflöte hat es leider nicht geklappt. Das ist nächste Woche am 22. spielen die erst wieder. Haben wir gedacht, heute ist das. So, hier haben wir unser Rest Altpapier entsorgt hier rein. So, hier habe ich heute mal vor der Petra gleich mal 5000 Schlössern angehangen. Steht überall drauf Petra und Thomas. Ich meine, herrlich, ja. Da gehen wir jetzt hoch. Das war nur ein Geländer der Brücke. Wie viele Tonnen sind denn das mit den Schlössern? Nicht Tonnen, aber Massenschlösser. Das habe ich schon nicht gesehen. Also es ist schon beeindruckend. Ne? Mozarts Geburtshaus, hier haben wir es gefunden.
Sie und gehen wir nicht, ja. Gut. Hier erleuchten sie im Glanze die traditionelle Mozartkugel. Wir starten jetzt hier im Mozarthaus, Geburtshaus, im dritten Stock. Hier hat er gewohnt. Hier ist er geboren. Hier im Eingang, hier geht's los. Die Eltern, hier sind die Eltern drin gewesen. Oho. Mozartklo. Guck schon beide Männer mal an. No. Yes. Okay. Das Mozartklo. Mal gesehen. So sieht es wieder aus. Die Kirche stand schon, aber das ist gut, die Lügen geworden. So, man kann natürlich auch hier, wie in Wien und vielen Städten, mit einer Kutsche durch die Stadt fahren. Das lassen wir aber sein. Wir erkunden die Stadt zu Fuß, wo man dann auch die kleinen Gassen, das alles ein bisschen viel besser besichtigen kann. St. Michaeliskirche, gehen wir mal rein. Hast du den Platz in der Stadtplan? So, es ist jetzt kurz vor 12 Uhr, meine Zwischenauswertung, wie gefällt uns Salzburg? Sehr gut. Ist ja Wahnsinn, die Altstadt, die Gassen. Sehr schön. Das ist fantastisch. Ja. Das Geburtshaus von Mozart haben wir gesehen. Highlight kommt der Dom. Und nicht der Dom mit harten Tee, sondern mit weichen Tee. Super schön. Warte, wir sind Rentner. Ja. Müssen 10 Euro bezahlen. Hast du im Handy, ne? Alles da, gut. Haben wir hier abgegeben, gut. Besser alles weg, gut. Okay, recht vielen Dank. Alles klar, danke. Danke. So, grüß Gott. Grüß Gott. Hier kriegst du mal so einen Guide. Sprache Deutsch? Ja. Da haben wir hier einmal. Die Nummer.
Nummer 10 ist die erste Nummer. Achso, okay, haben Sie in Deutsch eingestellt, ne? Ja, Deutsch natürlich. Ja, okay, ja, genau. Und die Nummer 10 ist die erste Nummer. Und dann die Spieltaste in der Mitte. Super. Und dann wir Telefon abhören. Was? Telefon abhören? Ja, wie? Ja. Achso, okay. Der Hälfte durch. Das ist schon belastend. Ja. Also so ein Rundgang ist sehr, sehr anstrengend. Da bist du froh, wenn du abends dich mal setzen kannst, wenn du mal eine Bank hast. Ja. Ja. Weißt du, deine Landschaftsmalereien, deine Aquarellmalereien gefallen mir viel besser. Die sind heller, freundlicher, Landschaften schöner. Deine aber kein Geschichte. Schwanz interessiert sich für meine Gemälde. Vielleicht dann in, das ist es doch. Vielleicht in 200 Jahren. Wer weiß. Müssen wir mal sehen. Oh, jetzt sind wir im Dom gelandet. Schau mal. Zeigt jetzt 12.30 Uhr, ist Zeit zum Mittagessen. So, jetzt habe ich auch Hunger. Wir haben Hunger, 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 Hunger. Die Bitter wird immer schneller. Zu den Zipfer Bierstüben, da gehen wir rein. Was willst du aus hier? 3G, hä? Kontaktauffassung zur Nachverfolgung bei Covid-19. Ah, gut. Schmeckt das Bier? Weißt du, was ich schon mal sagen wollte? Was du machst, ohne Sache immer, wenn du das ausfüllen willst mit dem 3G, mit dem Zettel, das interessiert doch niemand. Hast du jetzt gehört von den Kindern gesagt, Baschi, Baschi. Das hast du dir verdient, der CB. Guten Appetit, lass es schmecken. So, was hab ich denn hier vor Zeug? Ja, das ist Herz und Leber. Das ist was, das ist hier mit dem Zipfelbier. Der schmeckt, also jetzt gar nicht so schlecht, riechen jetzt auch gut. Also guten Appetit, ne? Wir haben hier vorne jetzt gegessen, im Restaurant Zipfer Bierhaus. Ist der Dom, wo wir drin rumgelaufen sind, Beth? Ja. Das ist die Ausstellung hier, oben waren die Ausstellungsräume. Dein Juweliergeschäft. Ich zeige euch mal die Auslagen. Die Schmuckpassage. Hier ist die Schmuckpassage. Das sind die Auslagen hier. So, ich verlasse jetzt wieder meine Passage. Und hier ist gut gelegen, in der Innenstadt von Salzburg. Hier sind die Salzburger Festspiele immer hier hin. Und fahren wir hier oben bei den Urgeln. Jetzt sind wir unten. Gucken wir noch mal kurz durch hier. Schauen wir noch mal an, Beth. Schauen wir hier vor. Hier noch einige imposante Maße vom Dom Salzburg. Das Hauptschiff hat eine Länge von 101 Meter. Die Breite des Hauptschiffes beträgt 45 Meter. Das Querschiff hat eine Länge von 68 Meter. Die Höhe des Hauptschiffes beträgt 32 Meter. Die Höhe der Führungskuppel 79 Meter.
Die Türme haben eine Höhe von 81 Meter. Es gibt 11 Altäre, 900 Sitzplätze und der Dom verfügt über 10.000 Stehplätze. Du bist jetzt vor der größten Goldkugel der Welt. Und oben hast du das Schloss, Burg. Hier hast du die Auffahrt. Da kommt sich gerade ein runter, kann man nicht fahren, wenn man will. Oder ich würde laufen vielleicht, ja? Wenn der Weg hochgeht. Geht, lauf mal. Ja, können wir machen. So, der Aufstieg zur Burg ist ganz schön erschwerlich. Aber geht gut. Schön ausgebaut. Da sieht man, wie steil es hochgeht. Schalten wir das Handy gerade. Das Bett läuft ja durchs Bild. Siehst du, wie steil es hochgeht? Ganz schön hoch, ne? Jetzt geht es hochbeet. Ja. Mönchsberg. Ja, so weit ist es ja jetzt. Nee. Aber ganz schön unruhig, herrlich, ja. Das ist ganz schön hoch. Und haben es gleich geschafft. Jetzt versuchen wir mal auf den Aussichtsturm hochzukommen. Wir haben nur ein Basisticket gekauft. 10 Euro noch, was hat es gekostet? Rundblick über Salzburg. Wir blicken über die Landeshauptstadt des gleichnamigen Landes der Republik Österreich. Mit 155.416 Einwohnern, Stand 1. Januar 2021, ist sie nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte Stadt Österreichs. Sie liegt im Salzburger Becken. Was kann man alles machen, Beten mit der Pfanne? Zeughaus kann Zeig man sich mal anschauen. Das ist hier hinten, das Wohl. Zeughaus, wird es mehr gehen. Ne? Zeughaus kann man uns anschauen und dann könnten wir uns noch das Festungsmuseum an. Also alles hier, gelb, blau und lila, das kannst du alles mit Basisticket machen. Gelb, blau und lila, genau. Genau. Dom, was ist denn mit dir los? Lass mich mal. Ja, Explosion. Ich befand mich hier in Gefangenschaft. Das war in 432 Meter über Normal, vom Ausgang 118 Meter entfernt, Höhenmeter entfernt. Jetzt steige ich wieder hinab. Great View, tolle Aussicht. Grande Vista. Das ist wirklich eine tolle Aussicht. He? Mir gefällt aber auch die Aussicht auf der anderen Seite. Thomas Schneider an der Vorbilder. Hier auf das. Sehr schön gemacht, eine Ausstellung, wo Kinder das Mittelalter begreifen können. Aber eins begreife ich auch langsam. Wir nähern uns immer mehr dem Mittelalter, denn die Masken haben wir schon. Schön animieren, was, also wie die früher die Rüstungen aussahen. Das zum Beispiel Schuppenkasten. Genau, so sahen sie früher aus. Vielleicht kommt noch die Zeit, wo wir alle so laufen durch die Straßen. Das war unser Rundgangbeet. Das war er. Auf der Hohen Salzburg, unser Rundgang heute gewesen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir werden uns jetzt einen Kaffee gönnen, eines der vielen Kaffee. Jetzt müssen wir weiter runtergehen.
Ah, schön. Oh, oh, super. Genial. Frau Ritter. So, öffne hier. Huch, jetzt haben wir die Burg barfuß erklommen. Und jetzt gehen wir runter, hier wollen wir Kaffee trinken nochmal. Jetzt machen wir die Festungsbahn, geht es wieder nach unten. Ne? Genau, wir fahren jetzt runter. Übrigens, letzte Tor vor 20.30 Uhr. Ah, 20.30 Uhr, letzte Tor. Alle 10 Minuten fertig, so gut. Okay, gehen wir rein. Lass hier einen Blutfluss drum halten. Öffnet sich die Tür her, wie von selbst, für die weiße Hand. Genau. So, jetzt ist es 17.35 Uhr. Machen wir runter. Ah, da steht sie schon, siehst du? Genial. Warte mal, wir gehen. Warte mal. Warte mal, wir gehen ganz vor. Damit wir den. Oder ganz hinten, wissen Sie am besten. Hinten ist schön. Ach nee, jetzt siehst du gar nichts. Vorne siehst du auch nichts. Aber vorne siehst du was. Geh mal. Ach, okay, ich höre es geil. Da hier oben ist ein Abgrund ins Auge schaden. Die Festungsbahn ist Österreichs älteste in Betrieb befindliche Standseilbahn. Sie bringt seit 1892 Besucher schnell und sicher auf die Festung Hohensalzburg. Hier noch einige Daten und Fakten zur Bahn. Die Länge der Strecke beträgt 198,5 Meter. Größte Steigung ist ca. 62%. Beförderungskapazität 55 Personen. Die Fahrdauer beträgt 54 Sekunden. Hier endet unser Rundgang jetzt durch Salzburg. Bei der goldenen Kugel. Ach! Das ist der Mozartkugel. Ja. Salzburg Süd müssen wir fahren. Haben wir noch 3 Minuten Zeit. Beat setzt schon eine Maske auf. Die war davor. Ich schreibe jetzt nochmal die Ausgaben für heute auf. Ausgaben in Salzburg. So, da haben wir als erstes gebraucht Fahrkarte. Karte, 24 Stunden, die hatte gekostet für Rentner 3,60 Euro. Ja, und das war's. Macht unterm Strich 0, 9, 14, merke 1, sind 2, 6, 9, 2, 4, 6, 9, 99,40 Euro heute gebraucht. War ganz schön teuer heute der Tag, aber hat sich gelohnt, also war wirklich sehenswert.